Ist es damit vorbei? Oh Gott! Was war das? Ja, natürlich! Ist klar, wählerisches TNT. Wählen tut der Bewohner nur die Nummer vom Pizzadienst. Guckt ihn euch an. Hallöchen und willkommen zu neuem TNT mit mir, der gelben Tomate, dem Kopper. Wir sind heute im Dorf und ihr konntet wieder Ideen für neue TNTs in die Kommentare schreiben. Und die gibt es nun in Minecraft. Die Sonne fällt auf die Erde, riesen Meteorit, der alles vernichtet. Ihr habt es euch gewünscht, 10.000-faches TNT, 10.000 mal so stark wie normales. Feuerwerk, ich will noch nicht zu viel zeigen, 25 neue Explosionen. Das Ganze machen wir nicht umsonst. Wir haben eine Mission. Ein kleiner, fetter Bewohner hat einen Hotdog-Stand im Dorf eröffnet. Dieser Hefekloß hat 50 Herzen. An dem müssen wir eure TNTs ausprobieren. Eure Ideen sind so bescheuert. Gehen wir direkt zur Truhe. Ich habe da was vorbereitet. Hier haben wir die neuen TNTs. 9 normale TNTs. 4 Gott-TNTs. 6 Weltuntergang-TNTs. Damit vernichten wir die ganze Map. Und 6 Dynamit. Stangen zum Werfen. Direkt eingesteckt. Unser Hotdog-Hund Lumpy ist natürlich auch dabei. Gemeinsam werden wir die TNTs testen. Auf geht's ins Dorf zu unseren Nachbarn. Die haben uns bestimmt vermisst. Wir waren lang nicht mehr hier. Aha, da sind wir schon. Hallöchen. Lol, da ist er. Da ist der Verbrecher. Der Hotdog-Verkäufer mit 50 Herzen. Hansi, mein Freund. Was geht? Oh Gott. Oh mein Gott. Du kannst doch keine Hotdogs verkaufen. Das ist Lumpy. Das ist illegal. Das Ding kann man nicht mehr Bewohner nennen. Das ist eine fette Frikadelle. Let's go. Fangen wir erstmal ganz harmlos an, bevor wir die ganze Welt vernichten. Als erstes haben wir das Erze-TNT. Ziemlich overpowered. Sollten wir das zünden, dann wird während des Zündens überall Blöcke durch Erze ersetzt. Eisen, Diamant, Smaragd, Gold, sogar Erze, die man normalerweise nur im Nether findet. Wer ist so faul und würde das zünden? Ich nehme 10 davon. Es kann alles umgewandelt werden, außer Grundstein und andere Erze. Solltet ihr, wie ich, Dia-Erzblöcke sammeln, kein Problem. Die werden nicht mit dem TNT ersetzt. Immerhin haben wir seine Truhe kaputt gemacht. Haha, Randale, da machst du nichts. Nein, Hansi. Nein, Hansi. Hansi, du möchtest keine Erze haben? Wie wäre es mit Redstone-Items? Hier, das Redstone-TNT. Direkt gezündet. Das wird keinen Schaden machen. Copper garantiert. Sollte es in die Luft fliegen, dann entstehen zahlreiche Redstone-Items. Notenblöcke, Schalter, Hebel, Laternen. Für jeden ist was dabei. Na, Hansi, das ist doch was für dich. Hansi? Hansi, der hat sich im Block versteckt. Dieser kleine Feigling. Komm raus. Was ist falsch mit dir? Dann Physik-TNT. Das erste TNT, was Blöcke zerstört. Direkt gezündet. Kurz gewartet. Damit können wir den Hotdog-Stand auseinanderreißen. Die Blöcke fliegen in alle Himmelsrichtungen. Die Animation. Es ist einfach toll. Eine ganz neue Physik. Was? What? Als ob der Dicke das überlebt hat. Total unrealistisch. Wer überlebt Physik? Ich habe das nicht überlebt. Ich hatte in Physik immer eine 5. Wie cool wären Schulfächer als TNT? Geschichte TNT, wo ein alter Bewohner auftaucht. Oh, ich habe so viele Ideen. Dann zufälliges TNT mit einem X auf dem TNT. Sollten wir das zünden, kann es normal, aber auch 5-mal oder wie 20 TNTs explodieren. Hey Hansi, lass uns ein Spiel spielen. Wir zünden abwechselnd das zufällige TNT, okay? Oh Gott, ist das schwer! Alter! Hansi? Nein, Hansi! Komm zurück! Hansi, wir spielen ein Spiel! Schaut euch dieses fette Paket an! Gesund ist das nicht! Hansi, was ist denn falsch mit dir? Hey, wo willst du hin? Was willst du denn jetzt? Du nicht? Nein, nicht du! Hau ab! Du bist nicht Hansi! Ich drehe noch durch! Direkt gezündet! Vielleicht können wir ihn damit bekämpfen! Komm schon, zeig uns das 20-fache, ob du richtig stehst! Siehst du, wenn das Licht an... Wow, echt jetzt? Was war das denn? Das ist ja fantastisch. Natürlich war das bei ihm das Normale. Wie kann man nur so ein fettes Glück haben? Als ob dann nur das Normale entsteht. Das hätte viel größer sein sollen. Das ist doch kaputt. Überlebt man das immer? Das ist ja billig. Oh Gott, natürlich. Bei mir entsteht das 20-fache. Ist richtig. Dann das pulsierende TNT. Toller Vorschlag. Sollten wir das zünden, dann entstehen Partikel. Wir müssen kurz warten. Das sorgt für die richtige Würze auf dem Hotdog. Es gibt immer eine kurze Pause und dann eine weitere Explosion. Wird das der dicke Hansi überleben? Haben wir ihn damit ausgelöscht? Er ist weg.
Bam! Nice! Auch hier geht nicht so viel kaputt, aber zu den richtigen Krachern kommen wir noch. Dann, so langsam nehmen wir Fahrt auf, das teilende TNT. Das ballert richtig, wie meine Mathe-Note. Die hatte damals auch einiges zerstört. Hey Hansi, wir haben ein tolles Geschenk für dich. Hansi? Hansi? Hansi, der Halunke hat sich eingebaut. Das wird dir auch nicht helfen. Bevor wir das zünden, solltet ihr wissen, es gibt das multiplizierende TNT. Sollten wir das zünden, dann vervielfacht sich das und es entsteht immer mehr TNT und Explosion. 2, dann 4, dann 8 und so weiter. Richtig gefährlich. Es multipliziert sich. Mathe bedeutet Schmerzen. Das Teilende ist das Gegenteil. Genau andersherum. Am Anfang entstehen ganz viele TNTs. Explosion. Die TNTs fliegen in die Mitte und es werden immer weniger. Es wird geteilt. Genau so funktioniert Mathe und sie macht genauso viel kaputt im Zeugnis. Multiplizieren, dividieren. Was kommt denn als nächstes? Das addierende TNT? Integral-TNT? Binomische Formel-TNT? Das teilende TNT passt zu mir. Ich teile gerne. Ich teile Items. Ich teile Diamanten. Ich teile Essen. Ich teile Bewohner. In 1000 Einzelteile. Oh yeah. Dann wählerisches TNT. Wählen tut der Bewohner nur die Nummer vom Pizzadienst. Ich meine, guckt ihn euch an. Auch ein fantastischer Vorschlag. Sollten wir das zünden, dann wird nur die Art von Blöcken kaputt gemacht, die sich unter dem TNT befindet. Ja gut. Das TNT stand auf Erde, also wurde nur Erde entfernt. Wenn man Blätter von Bäumen entfernen möchte, oder nur das Holz oder Berge abtragen möchte, oder um Erze zu finden. Dieses TNT kann man für alles einsetzen. Damit können wir gezielt ein Haus von einem Bewohner entfernen oder die Base unseres Freundes abreißen. Kabams! In wenigen Sekunden. Nice! Dann, was für verrückte Ideen haben wir noch? Hier ist ein Bewohner unter der Erde. Hallöchen, können wir dir helfen? Was machst du hier? Hier haben wir einen Bewohner, der Smaragderz gefunden hat und er weiß nicht, wie man den abbauen kann. Kein Problem, mein Freund. Da hab ich dich. Wir haben das neue Tunnel-TNT. So gut. Die schwarze Seite markiert die Richtung, wo gebohrt wird. Und anzünden. Kurz warten. Und bitteschön. Bam! Damit haben wir einen Tunnel. Nice! Damit haben wir das Erz abgebaut. Junge, schaut euch den langen Tunnel an. Und wieder einmal haben wir damit einen Bewohner glücklich gemacht. Das müssen wir unter der Erde testen. Oh, das wäre so cool. Unter der tiefen Erde klappt das Ganze noch besser. Kabams! Haha, der Sprengmeister ist am Start. Wie groß der Tunnel ist. Damit kann man ganz neue Tunnelsysteme erschließen. Perfekt für einen Zug. Noob, noob. Bevor wir das Dorf vernichten, haben wir das Geschütz-TNT. Das hat ein Loch. Dort wird Dynamit rausgeschossen. Perfekt zum Trollen. Ich habe das auf meinem Server getestet. Die Entwickler, Sliming HD und Flashcrafter, standen auf einem Häuschen. Ich habe mich angeschlichen, das Geschütz-TNT platziert und gezündet. So gut. Es sucht nach Mitspielern in der Nähe und schießt diese ab. Guckt euch an, wie viele Dynamitstangen durch die Gegend fliegen. Ohne Mist. Die Idee ist so gut. Das ist so lustig. 150 TNTs. Wir sind erst am Anfang. Jetzt ist es soweit. Kommen wir endlich zu dem Gott TNTs. Danach wird es das Dorf nicht mehr geben. Als erstes Bastion TNT. Ein Dorf ist langweilig. Hansi, wir haben was viel Besseres für dich. Direkt gezündet. Wie wäre es mit... Moment. Mit... Achtung... Na? Hallo? Passiert da noch irgendwas? Bam! Okay, das ist größer, als ich erwartet habe. That's what she said. Was ein Oschi. Das ist richtig krass. Mit dem TNT können wir eine richtige Bastion spawnen. Ein richtiger Dungeon mit Mobs und Lava. Es gibt sogar diverse Spawner. Eine kleine Challenge mit Schätzen. Haben wir damit den Hotdog-Verkäufer besiegt? Hansi, wo bist du? Ich glaube, er ist weg. Easy. Dann Gott TNT 2. Pulsar TNT. Direkt gezündet. Es wird immer zerstörerischer. Ein Kegel aus lilanen Partikeln entsteht. Auch bei diesem TNT entsteht von Zeit zu Zeit Explosionen. Nach und nach. Es hört einfach gar nicht mehr auf. Es wird immer mehr. Schicht für Schicht wird vernichtet. Wie wenn ich einen Burger esse.
Erst das Brötchen essen, Salat, Boulette und dann wieder Brötchen. Was rede ich hier eigentlich? Damit können wir das ganze Dorf zerstören. Dann Gewitter TNT. Das Design, eine Wolke mit Blitzen. Alle TNTs sehen einfach göttlich aus. Hey Hansi, schau doch mal in den Himmel. Ich glaube, da kommt ein riesen Unwetter auf uns zu. Da kommt was Böses auf uns zu. Was? Bau den Hotdog-Stand ab oder ich donner dir auch ohne Gewitter eine. Du brauchst keine Angst haben, Lumpi. Direkt gezündet. Los, schnell. Oh oh. Was? Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das war keine gute Idee. Wer auch immer den Geistesblitz für dieses TNT hatte, der gehört verprügelt. Das hat richtig gezwiebelt. Ich glaube, davon sollte man niemals mehrere zünden. Oh Gott. Oh Gott. Gebt euch die vielen Blitze. Kann man das noch... Das kann man nicht mehr Gewitter nennen. Junge, chill. Chill, Junge. Das ist nicht mehr witzig. Ist es damit vorbei? Na! Ah, was war das? Dann Silvesterfeuerwerk. Mit Y. Ernsthaft? Y? So wird das aber nicht geschrieben. Da explodiere ich innerlich. Ohne TNT. Das schauen wir uns am Ende an. Das ist der krönende Abschluss. Leute, Jahre haben wir drauf gewartet. Ganze 10 Minuten. Kommen wir zu den 6 neuen Weltuntergang-TNTs. 10.000-faches TNT. Die Sonne fällt auf die Erde, Naturkatastrophen und mehr. Reden wir nicht lang. Als erstes haben wir Ödland-TNT. Richtig schön. Wir sehen Sonne, Wolken und sehr viel Dreck. Einfach zünden, richtig viele Partikel entstehen. Das wird das Ende der Bewohner. Sollte es explodieren, dann wird alles unfruchtbar. Das Gras wird zur Erde. Dieses Riesenumfeld. Das ist gar nicht übertrieben. Jedes Wasser verschwindet. Alle Blätter und Pflanzen werden zerstört. Die Bewohner werden kein Essen mehr finden und verhungern. Das ist so traurig. Ich find's lustig. Ihr habt es in die Kommentare geschrieben. Ihr wolltet das 10.000-fache TNT haben. Die Entwickler haben Nein gesagt. Ihr habt trotzdem die Kommentarspalte gesprengt. Und bam, da ist es. Lucky TNT Mod Prime. Was ihr wollt, wird geliefert. 10.000-faches TNT. Ohne Mist. Ich glaube, das ist ein Riesenfehler. Das hätten wir nicht machen sollen. 10.000 TNTs. Das TNT wird mein Minecraft wegsprengen. Ich glaube, wir sollten ganz hoch fliegen. Ich glaube, das wird ewig dauern. Ihr habt mit dem TNT in den Kommentaren so genervt. Dafür muss ich euch einen Daumen nach oben geben. Ich habe jetzt 10 Minuten gewartet. 10 Minuten. Ja, ist richtig. Natürlich. Natürlich. Was? Wer würde sowas zünden? Nach dem TNT kann man seine ganze Welt wegwerfen. 10.000-faches TNT. Ihr seid echt bescheuert. Wir spielen auf Reichweite 40. 40? Und ich sehe noch immer nicht ganz das Ende. Als nächstes verlangt ihr dann das 100.000-fache oder was? Dann Custom Feuerwerk TNT. Ganz kurz. Es gibt verschiedene Feuerwerk TNTs. Es gibt Sand, Kies, Regenbogen und das gute TNT-Feuerwerk. Bei allen fallen viele Blöcke vom Himmel. Einige in den Kommentaren wollten einen anderen Block als Feuerwerk. Mit dem Custom Feuerwerk TNT könnt ihr selbst bestimmen, welcher Block vom Himmel fallen soll. Einfach das TNT auf euren Lieblingsblock stellen und zünden. Jeder Block funktioniert. Es fliegt nach oben und euer Block kommt herabgerieselt. Wir können einfach alles nehmen. Deswegen ist es ein Gott-TNT. Selbst mit Grundstein funktioniert das. Ja, natürlich. Ist klar. Hey, mein Freund, du willst wirklich Hotdogs verkaufen? Ja, das kann nicht wahr sein. Der wird sein gelbes Wunder erleben. Bam, Amboss-Feuerwerk. Ambosse fallen vom Himmel. Haha. Hahaha. Na toll, wir haben ihn nicht getroffen. Oh mein Gott, können wir das Feuerwerk mit dem Feuerwerk klonen? Wenn das funktioniert. Das K in Copper steht für schlau. Was? Und sie sind weg. Okay, bevor die Sonne auf unsere Welt fällt und alles kaputt geht, schauen wir uns ganz schnell die neuen Dynamitstangen an. Zufälliges Dynamit. Hier entsteht zufälliger Schaden bis maximal 5-faches TNT. Der kleine Bruder vom zufälligen TNT. Dann pulsierendes Dynamit. Schaut euch das an. Man wirft einen kleinen blauen Ball. Die TNT-Version hatten wir eben gesehen. Es geht nicht sofort alles kaputt. Erst nach und nach entsteht eine Explosion und das Loch wird immer größer. Natürlich haben wir auch das Physik-Dynamit. Ist wie das TNT vom Anfang, aber deutlich schwächer. Es sieht einfach so witzig aus, wenn man damit Blätter wegballert. Wir rasieren richtig den Wald.
Können wir auch Bewohner damit rasieren? Aus weiter Entfernung einfach mal zu eurem Freund werfen, indem ihr Dynamit auf sein Haus schmeißt. Dann multiplizierendes Dynamit. Wie ein kleines Vögelchen fliegt es weg und multipliziert sich in der Luft. Ein Schwarm fliegt überein und bäm, alles weg. Natürlich darf das Zünder-Dynamit nicht fehlen. Perfekt zum Trollen. Euer Lieblings-TNT in der Base eures Freundes verstecken. Zum Beispiel Schwerkraft und Zombie-Apokalypse. Zünder-Dynamit aus sicherer Entfernung in die Nähe werfen und alle TNTs in einem Umkreis gezündet. Bams! Damit wird euer Freund Spaß haben. Lukopa-Garantie. Ach ja, ich mag das Update. Damit muss man einfach zocken. Kommen wir zum besten Dynamit aus der Mod. Zielsuchendes Dynamit. Wie der rote Panzer in Mario Kart. Sollten wir das werfen, dann fliegt es zum nächsten Mob. Euer Kumpel ist in der Nähe. Einfach werfen. Und das Ding fliegt ihm hinterher, bis es explodiert. Wie eine Biene, wenn ihr Honig am Hintern habt. Geil. Hallöchen und willkommen zu Wer ist der glückliche Bewohner? Wer bekommt ein Smaragd? Das Dynamit wird es entscheiden. Ja. Leider ist er gestorben. Was ein Pech. Jetzt geht's los. Kommen wir zu dem Moment, auf den wir alle gewartet haben. Kommen wir endlich zu den Naturkatastrophen. Als erstes haben wir Atlantis. Direkt gezündet. Es fängt an zu regnen. Richtig gruselig. Und jetzt Atlantis. Die verschollene Stadt. Badabam. Ich hoffe, ihr habt alle das Seepferdchen. Ich habe nicht mal das Seepony. Ich fand Poseidon TNT schon schlimm. Aber das? Die Welt ist nur noch eine Badewanne. Und ich bin das gelbe Quietscheentchen. Atlantis, unter Wasser finden wir einige Schätze. Den Boden sollte man auf jeden Fall abgrasen und alles durchsuchen. Schaut euch diese Boje an, da tümpelt sie im Wasser. Gut, dass er schwimmen kann. What? Wo ist er hin? Ich glaube, er ist ertrunken. Dann Sonneneruption. Es ist wie, als würde die Sonne auf unsere Erde fallen. Sollten wir das zünden? Da wird unser Lumpi, da wird unser Hotdog zum Hot-Hotdog. Die Sonne, brennendes Gestein wird in den Himmel geschossen. Brandgefährlich das Zeug. Unfassbar viel Lava entsteht. Niemand ist sicher. Man müsste einen Bunker bauen. Man kann, der Boden ist Lava spielen. Gebt euch den Radius. Das war's mit dem Hotdog-Verkäufer. So viel zu diesem TNT. Dann das Meteoriten-TNT in der Weltuntergang-Version. Sollten wir das zünden, dann müssen wir kurz warten. Es ist nicht Superman. Ein gigantischer Meteorit rast auf die Erde. Ah! Die Bewohner müssen sich sichern. Frauen und Kekse zuerst. Rettet euch. Rettet um euer Leben, Bewohner. Aber ich glaube, es ist schon zu spät. Bam! Ein Riesenloch entsteht. Was ist das? Das ist doch viel zu viel. Das war nicht alles. Gefolgt von kleineren Meteoriten, die das letzte Leben im Dorf auf der Map auslöschen werden. Die Idee ist echt gut. Fantastische Umsetzung. Diese Mod wird immer größer, fetter und besser. Wie ich. Nachdem wir 25 neue Explosionen gesehen haben, wir müssen das feiern. Mit dem neuen Silvesterfeuerwerk TNT. Sollten wir das zünden, dann fliegen bunte Blöcke durch die Gegend. Richtig schön in Mustern. So richtige Böller sind eh zu gefährlich. Lieber andere mit bunten Blöcken abwerfen. Können wir nicht Bewohner in die Luft ballern? Yeah, Party! Party! Feuerwerk! Mehr davon! Mehr davon! Mehr davon! Ich glaube, ich hatte schon mal bessere Ideen. Was zum... Oh oh, hallo? Es funktioniert nichts mehr. Minecraft ist abgestürzt. Das ist ja fantastisch. Diese Mod bietet noch viel mehr TNT, Todesstrahl, Mobs, Monster, Bosse und vieles mehr. Die letzte Folge findet ihr auf dem Bildschirm. Müsst ihr unbedingt gesehen haben, einfach klicken. Ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Es hat mir wieder mega viel Spaß gemacht. Danke an die Entwickler, SlimingHD und FlashCrafter. Das war der Kopper. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin und Hallöchen.